Hi, willkommen bei Grinchill Barbecue und Lifestyle. Heute wird gedutscht und es gibt einen feurigen Dutch-Ofen-Gulasch. Und wie ich das gerade gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir haben 300 Gramm Zwiebeln, grob geschnitten, 3 Knoblauchzehen fein geschnitten, eine Paprika in Streifen geschnitten, 4 Esslöffel Sonnenblumen- oder Rapsöl, 2 Esslöffel Tomatenmark, 125 ml Rotwein, 500 ml Rinderbouillon, habe ich ein bisschen kräftig gemacht. 500 Gramm Erdäpfel in Stücke geschnitten, 1 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, eine Messerspitze Cayennepfeffer, 1 Esslöffel Paprikapulver edelsüß. Dann nehmen wir Tabasco, je nachdem wie scharf ihr es gerne habt, 1, 2, 3 Spritzer rein. Zum guten Schluss noch unsere Hauptdarsteller. Das Rindergulasch, das ist 1 Kilo und dann starten wir gleich durch. Dann geht es hier gleich los. Ganze Kohlen unten rein. Dutch-Ofen drauf. Und 2 Esslöffel. Und Öl mal rein, dass wir schön aufheizen und dann geht's gleich weiter. Ich habe hier heute Kokosbriketts noch rumliegen gehabt und dann mal das Fleisch in 2 Etappen mal anbraten. Die erste Runde Fleisch ist angebraten, nehmen wir raus. Und dann noch die zweite Runde. Zweite Runde auch angebraten. Dann das restliche Öl hinein. Als nächstes Zwiebeln dazu. Knoblauch. Und das Ganze wieder schön anbraten. Als nächstes Paprika noch dazu. Das Tomatenmark, 2 Esslöffel. Dann Paprikapulver edelsüß. Ein Esslöffel rein vom geräucherten Paprikapulver, ein Teelöffel
löschen wir das Ganze ab mit dem 125 ml Rotwein. Halb Liter Rinderbouillon dazu. Ein Hauch Cayennepfeffer. Passt hier auf, sehr scharf. Und ein Spritzer Tabasco. Dann das gute Fleisch dazu. Deckel drauf. Und jetzt oben drauf die Kohlen verteilen. Da bleiben 9 Stück unten drin. Und der Rest geben wir oben drauf. Noch die Erdäpfel dazu. Habe noch ein bisschen Bouillon reingemacht. Das passt. Ein paar Kohlen nochmal angeheizt, frische. Unten 9 Stück rein. Unter den Dutch Oven und noch eine Handvoll oben drauf. Verteilen. Eine gute Stunde später schauen wir mal rein. Uppa. Schön was eingekocht. Ja, Freunde, es passt soweit. Jetzt wird angetestet. So, Freunde, es ist geschafft. So sieht das schöne Gulasch nun aus. Und dann hilft's nichts, das wird gleich angetestet. Hier mal ein Stück Fleisch. Es zerfällt schön, hat eine gute Schärfe drin. Nicht zu scharf, dass auch die Kinder noch essen können. Aber das ist ja variabel. Ihr könnt ja Tabasco reinmachen, Cayennepfeffer, Chilis, zum richtigen Feuertopf. Zum draus machen mal noch die Kartoffeln und auch schön weich gekocht. Super leckere Soße drin. Beim Management mit der Flüssigkeit müsst ihr ein bisschen aufpassen. Einfach Bouillon reinschütten, falls ihr zu wenig drin habt. Dann geht das picobello so. Und ja, Freunde, testet das an. Probiert das aus, würde mich freuen. Und wie immer würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. 2 weitere Folgen. Schaut mal rein bei Grill Chill Barbecue und Lifestyle International bei Facebook. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. See ya!